Die Insolvenzverfahren, in denen wir unsere Mandanten vertreten, betreffen in der Regel bankrotte Kapitalanlagegesellschaften, bei denen diese ihr Geld angelegt und verloren haben. Daher müssen die Gläubiger im Insolvenzverfahren ihre Forderungen rechtzeitig und nachvollziehbar anmelden. Ohne fachgerechte Forderungsanmeldung droht ihnen der Totalverlust ihrer Anlage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mandanten nur wenig Verständnis für die Verfahrensdauer und die wenigen Sachstandsinformationen während dieser Zeit haben. Dazu muss man wissen, dass Insolvenzverfahren durchschnittlich 7 bis 10 Jahre andauern. Das liegt unter anderem an der Vielzahl der Gläubiger, aber auch an den Rechtsstreiten, die der Insolvenzverwalter führen muss, um vor allem die Insolvenzmasse zu mehren. Außerdem ist die Verwertung des vorhandenen Vermögens eine sehr zeitintensive Arbeit. Da dem Insolvenzverwalter nach der Insolvenzordnung nur wenige Berichtspflichten obliegen, erteilt er während der Verfahrensdauer auch nur wenige Sachstandsinformationen. Erfolg versprechen kann im Übrigen auch die Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren über das Vermögen einer privaten Person. Etwa wenn einem ehemaligen Vorstandsmitglied einer Kapitalanlagegesellschaft ein Kapitalanlagebetrug nachgewiesen werden kann, wird ihm diesbezüglich die Restschuldbefreiung versagt. Dann können die Gläubiger auch nach Abschluss des Insolvenzverfahrens weiter versuchen, ihre Forderungen zu vollstrecken und müssen sich nicht mit einer oft sehr geringen Quote zufrieden geben. Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für Rechtsfragen oder Probleme zur Verfügung.